Willkommen zurück, meine lieben Gamer-Freunde. Kennen wir schon, aber ich lasse das einfach erstmal eben ablaufen. Nein, noch nicht. So, jetzt wirklich herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Ja. Wir können wieder ein bisschen rumskillen. Und eigentlich habe ich Klingenducken ausschalten. Ach, das habe ich nicht geskillt. Klingenducken ausschalten. Zwischen den Wischbewegungen drücken. Eine Stärke, die ein Gegner, der mit einem Messer oder einem anderen scharfen Objekt angreift, augenblicklich kampfunfähig macht. Um diese Bewegung erfolgreich abzuschließen, muss die Kontertaste während des Gegnerangriffs gedrückt gehalten, dann losgelassen und zwischen den Wischbewegungen des Angriffs wieder her. Das klingt ein bisschen so, als würde ich das eh nicht schaffen. Wir machen einmal die Kampfpanzerung. Werden wir mal verbessern. Und ja, super. Dann würde ich sagen, wir haben hier nichts mehr, oder? Wo man hochgehen könnte oder dergleichen? Ich glaube nicht. Wir gehen einfach mal durch die Tür. Aber ich finde, das sieht echt. Ich finde, das sieht total geil hier aus. Ermöglicht von der Abwasserkanäle. Was ist denn hier hinten? Inaktiver Elektromotor. Dann wollen wir den doch mal aktivieren. Aha. Sieh mal an. Höllentor damit freigeschaltet. Okay. Was auch immer. Richtig, was auch immer. Hier noch ein Baby. So, Babypuppen in solchen Umgebungen sind Babypuppen einfach unheimlich. Achso, ja, da sind wir ja noch nicht durchgekommen, richtig. Das kriege ich ja auch nicht irgendwie. Achso. Es ist irgendwie eigenartig, dass wir jetzt halt komplett nochmal zurücklaufen müssen. Wahrscheinlich gibt es auch einen schnelleren Weg. Na toll. Anscheinend nicht. Weil da steht der Ausgang. Juhu! Haben wir hier auch schon? Ach doch, klar, hier sind ja doch. Ja, doch. Hier ist ja da, wo wir die Ärztin gefunden haben, die wir hier irgendwo stehen gelassen haben. Zu Bane müssen wir auch. Hacken kann ich das noch nicht, ne? Ja, ich frage mich gerade irgendwo hier. Muss doch der Ausgang da gewesen sein. Naja, wenigstens ist der Rückweg schneller. Definitiv schneller. Mein Gott. Ich habe gefühlt Ewigkeiten gebraucht. Jetzt laufe ich das mal eben so entspannt hier ab. So, lalalala. Aber so ist das, wenn da kein Gegner mehr da ist, ne? 6 bewaffnet. Fuß. Ach so. Ja, ich Hä? Wieso springt denn der da rein? Ist ja doof.
Ach so, das. Ach so, ja, ich habe es nicht gesehen. Oh, jetzt sind wir aber auch auf der anderen Seite. Okay. Ich befürchte, dass mein Vogel gleich anfängt zu balzen. Die Frage ist, wohin muss ich als nächstes? Ich muss mit Bell reden und nach da. Also gehe ich jetzt durch diese Tür. Und verstecke mich. Weil hier plötzlich wieder Leute drin sind. Wieso sind denn jetzt hier schon wieder welche? Ist ja ätzend, ey. Was ist das denn da? Da waren es nur noch vier. Ich will doch nur hier raus. Vor allen Dingen die zwei, die da unten sind, die sind so inaktiv. Warum erzählt er das? Hä, aber Batman tötet doch gar keine. Ach, das ist ein Feuer. Oh, okay, das haben die nicht gesehen. Boah, ich dachte jetzt, dass das knapp werden würde. Ach, der Joker möchte nicht, dass ich... Stimmt, das waren eigentlich vorher Pinguins, Leute, die hier waren, ne? Stimmt.
Tja, schade aber auch, ne? So. Ich muss in die andere Richtung. In die Richtung. Ich weiß nur nicht genau, wo hier der Ausgang ist. Wobei da ist eine Tür, die ganz penetrant leuchtet. Oh, ein Joker-Face. Joker-Joker-Face. Aber sind wir nicht hier durchgekommen? Hier sind wir doch reingekommen, ne? Tatsächlich. Oder müssen wir eine Etage höher? Ich weiß es gerade nicht. Vor allem, da stehen auch so Leute. Also dahinter, da. Wo ich mich auch frage, wer sind die? Oh, die sind nicht freundlich gesinnt. Aber ich will nicht da raus. Warum muss ich. Es gibt doch bestimmt auch in die andere Richtung Ausgang. Oder? Erstmal gibt es hier noch eine Riddler-Trophäe. So. Aber es gibt hier echt nicht noch einen Ausgang. Oder hier oben? Hm. Oh. Jetzt muss ich echt einmal durch die halbe Stadt wieder rennen. Oh, was ist denn hier? Das sieht doch auch so nach. Ach so. Das habe ich aber auch schon mal weggemacht. Möchte ich mal anmerken. So. Immer diese Kackdinger. Ja, dann lassen wir direkt mal die Stromladung auch an. Okay, crazy. Wow. Okay, das mit dem Chillen wird ja jetzt auch witzig, ne? Nicht. Wohin muss ich denn? Wohin muss ich denn? Wie komme ich denn nochmal? Oh, noch eine neue Sprachnachricht vom Joker. Was ist mit dir? Sehnsucht? Hallo!
Aber theoretisch müssten doch eigentlich Batman und Joker die gleiche Blutgruppe haben, damit das Blut überhaupt durch seine Adern fließen kann. Aber was ist los mit dem Jungen, ey? Ohne Witz. Ohne Witz. Ach so. Laufen. Durchschlittern. Schlittern. Ach, Kinders. Ja, oh, da kommt gleich was geflogen. Aua. Was macht er denn da? Irgendwie flasht mich die Taktik, wie es mit dem Schild ausschalten, das irgendwie Mausrad drücken und dann. Es irritiert einfach. Punkt. Es irritiert einfach. Kann man das hacken? Okay. Das kann ich aber hacken. Das kann ich aber hacken. Abteil. Wow. Möchte ich da raus? Erstmal so, möchte ich da raus? Wahrscheinlich habe ich gar keine andere Wahl, ne? 19 Bewaffnete. Schön. Tickets. Was strange, ein bisschen strange ist. Gewinnen jetzt ein bisschen an Höhe, weil da ziemlich viele Leute sind mit Pistolen. Ach, jetzt müssen. Ich dachte, ich muss dahin. Ja, okay. Wenn man wenigstens nach einer Zeit weniger Wachen hätte. Was ist das eigentlich? Oh, was ist hier? Ah, Moment, möchte eben den Gleitflug zu Ende fliegen. So, meine lieben Freunde, die
Folge ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir dann mit Quincy Sharp sprechen und gucken, was so passiert. Bis zum nächsten Mal.